So, hallo Leute, ja, ihr denkt euch jetzt, was zum Teufel. Das Spiel ist abgestürzt und zwar nachdem ich mit Urschak geredet habe und so. Und ja, das Blöde ist, ich habe schon gespeichert, nachdem ich mit ihm geredet habe. Seht ihr hier. Zum Glück hatte ich noch einen alten Save, wo ich ein bisschen rumgealbert habe. Ich habe jede Menge alte Saves hier. Und dann habe ich einfach den geladen und ja, habe mich kurz hierher gecheatet. Horschpack getötet, den Rachensnapper aus dem Weg geräumt und kann jetzt mit Urschak reden. Biff ist nicht hier. Da unten geht immer noch Party ab. Wir reden einfach mit Urschak, damit das in dem Part noch vorkommt. Dann cheaten wir uns schnell ganz dahinter, wo Urschak dann steht und reden mit ihm und dann nehme ich wieder normal auf. Es tut mir echt leid, dass es jetzt so kommt, aber leider geht es nicht anders. So, sprechen wir schnell mit Urschak, alles durch, nochmal. Warte, ich dich wiedererkennen. Du Freundmensch. Mit weicher Stimme. Freund töten bösen Dämon Krushak. Du hast einen merkwürdigen Zeitpunkt ausgesucht, mir über den Weg zu laufen. Fast hätte ich dich getötet. Was machst du hier? Urschak schauen über Land und sehen, was aus Land und mein Volk geworden. Ich hätte auch sagen können, ein sprechender Ork, aber das ist so von dem Sinne her. Ich kenne dich gar nicht. Ich erkenne dich gar nicht wieder, aber wir kennen ihn ja aus dem ersten Teil, deshalb. Warum greifen die Orks die Menschen an? Urschak immer sagen zu Volk der Orks, dass Menschen nicht böse und geben viele gute Freunde dort. Aber Schamanen nicht hören auf Urschak. Urschak immer noch in Ungnade bei meinem Volk. So Urschak auch nicht genau wissen, was ist großer Plan von Krieg gegen Menschen. Warum seid ihr auf einmal so viele? Orks kommen aus Bergen. Andere aber kamen mit Schiff und machten großen Zaun. Was verbirgt sich hinter dem langen Ork-Zaun im Osten? Orks immer errichten großen Zaun und Heimatlager für Krieg. Zaun gut für Krieg, verbergen Stärke von Ork-Armee und dienen als Schutz. Ja, aber da ist nichts dahinter, da ist nur so ein Schild, so eine Art Easter Egg. Ich zeig's euch gleich noch. Was hast du jetzt vor? Urschak warten auf Orks Spätrupp. Zu bringen Urschak zu Horschpack. Wer ist Horschpack? Sein sehr großer Schamane. Haben großen Einfluss auf Krieger und machen große Pläne für Orks. Warum gehst du nicht zu ihm? Urschak immer wieder versuchen zu bekommen, wieder Würde und alten Platz im Rat der Schamane. Aber bis heute Horschpack nicht erhören Urschak. Orks töten Urschak, wenn sehen ohne Spätrum. Urschak müssen sprechen mit Horschpack. Vielleicht haben Glück heute. Wo finde ich diesen Horschpack? Haben Aussichtsplatz über Burg bei großen Vulkan. So Horschpack kann kontrollieren Orkkrieger. So, und jetzt muss ich ihm leider sagen... Horschpack ist tot. Horschpack tot? Lustaso. Mein Herz tragen schwere Last. Urschak niemals vergessen großen Ork. Gegeben Urschak Würde von Schaman. Ich verstehe. Horschpack war dein Mentor. Urschak muss nun tragen Bürde der Trauer und bringen Horschpack letzte Ehre. Urschak müssen gehen. Freund, besser gehen über Pass. Hier zu gefährlich. Urschak traurig, wenn Freund Mensch auch sterben. Freund, besser gehen jetzt über Pass. Und immer wenn wir jetzt auf Urschak zulaufen, sagt er das wieder. So, ich cheate mich jetzt kurz dahin, wo er jetzt steht. Also bei Horschpacks Platz. Und eigentlich, ja. Eigentlich würde ich das ja nicht machen. Ihr müsst mir das echt verzeihen, aber ouch, ich bin tot. Aber ich kann nichts dafür, dass mein Spiel einfach mal abstürzt. Fuck, lass mich in Ruhe. Moment, ich will hier weg. Ich will nicht, dass der mir hinterher rennt. Eigentlich wäre er jetzt eigentlich auch schon tot. So, nochmal schnell die Klaue anlegen. Ich habe hier noch jede Menge Schrott, weil das ist ja ein ganz anderes Safe. Ich musste den jetzt laden, weil es der einzige ist, mit dem ich hier hinkomme. So, dann hat es hier nochmal zwei Ork-Krieger, die habe ich zusammen mit Biff dann geplättet. Das mache ich jetzt aber nicht nochmal. Oh, na gut, ich kill ich auch noch schnell. So. Und da steht Urschak rum und wir reden nochmal mit ihm. Speichern auf der 13. 13, Mann. Das ist gerade mein... PC ist abgestürzt, safe. Das hat mir jetzt komplett hier diesen Part geschrottet. Das Einzige, was ich noch gesagt habe, ist, ich könnte auch zu Anga jetzt gehen, zu dem Stonehenge und mit ihm zusammen das Amulett da holen.
ah nee, das mache ich lieber nach dem vierten Drachen, weil das ist da besser auf dem Weg und so weiter. Und ich habe ja alle Zeit der Welt. Und das war jetzt sinnvoll, dass ich das hier so in dieser Reihe alle Nebenquests gemacht habe. Habe dafür zwar einen ganzen Tag verschwendet, was mich aufgeregt hat. Aber es ist schon okay. So ungefähr, das habe ich alles gesagt. So, Urshak. Krotak, ich erfahre, du dabei als Hoshpak getötet. Du begehen große Fehler, Fremder. Ich sehe, du hast ja seinen Platz eingenommen. Du hast mir nur was vorgemacht. Deine Stellung bei deinem Volk ist höher, als du zugeben wolltest. Du bist jetzt auch nichts anderes mehr als ein Werkzeug des Bösen. Fremde haben recht. Urshak nur noch erfüllt von Hass und Rache. Urshak erkennen großen Fehler zu vertrauen bösen Menschen. Zu nennen Freund und helfen nicht zu werden getötet, Urshak zutiefst bedauern. Fremde endlich verlassen Tal und gehen über Pass. Urshak Fremde nicht können töten jetzt. Ehre der Schamanen, Urshak befehlen, so zu handeln. Bei nächster Begegnung wir Feinde sein werden. Du besser jetzt gehen. Du gehen. Ich nicht mehr mit Fremder reden. Ja, und damit wäre die Quest abgeschlossen. Moment. 13. Das habe ich euch dann auch noch kurz gezeigt. Hier, Urshak. Urshak gehört wieder dem Rat der Orkschamanen an. Er steht jetzt auf der feindlichen Seite und ist ein wenig gereizt. Ich sollte ihm besser aus dem Weg gehen, wenn ich die Geschichte mit den Orks geredet habe. Bis dahin wird er sich wieder beruhigt haben. Ups. So, und ja. Dann zeige ich euch noch schnell hier, was hinter dem Orkzaun sich verbirgt. Und porte mich einfach mal schnell dahin. Total egal, ja. Autsch. So, sind hinter dem Orkzaun. Man kommt hier sogar, wie ich bei Psychodrome gesehen habe, rüber, wenn man geschickt klettert an einer bestimmten Stelle. Dann kommen wir sogar ohne Cheats hier durch. Aber ich habe jetzt einmal durchgecheatet und dann sehen wir dieses Schild hier. Ich versuche es jetzt mal zu übersetzen. Hoffentlich kriege ich es auf die Reihe. Okay, Mann, du hast es hinter den großen Orkwall geschafft. Oder, ja, Wall. Nennen wir es Wall. Orkzaun. Wie du siehst, ist die Geschichte mit den orkischen Horden hinter diesem Zaun ein kompletter Fake. Hier gibt's nicht mehr zu finden als nichts. Dieser Platz, dieser Ort ist abgeschlossen, ist, abandoned. Ja, es ist einfach das Ende der Welt. Aber ich, ein mächtiger Alien-Zwerg, der nicht zu dieser Story gehört, zu dieser Geschichte gehört, und wessen Name nicht von öffentlichem Interesse ist, will dich warnen. Du würdest... Wartet, you've been tricked. Man hat versucht, dir eine Story glauben zu lassen, die nicht wahr ist. Sie wollen dich kriegen. Glaub nichts, was sie sagen. Halte deine Augen offen, der mächtige Alien-Zwerg. Ja, ungefähr so. Okay, toll. Ich kann die ja selber übersetzen, wenn ihr es hinkriegt. Ich kann gerade nicht so gut übersetzen. Und hier gibt's noch eine Höhle. Das ist das Einzige, was es hier noch zu finden gibt. Und da gibt's nichts. Okay. Ich dachte, da wäre irgendwie wieder so Spielleichen wie damals dieser Wassermagier, den wir gefunden haben. Ja, okay. Das wäre alles, was es hier hinter diesem großen Orkzaun zu finden gibt. Irgendwo gibt's noch so eine Höhle mit den Leichen von den Spielfiguren, die sich nicht mehr im Minental befinden, aber mal da waren. Zum Beispiel Diego oder Gorn und Milton. Ja, Gorn ist ja wieder hier. Und Bilgot, genau so hieß der dämliche Milizsoldat-Fuzzi. Und ja, ich werde jetzt nochmal schnell einen Cut machen. Wir sehen uns dann gleich wieder an der richtigen Stelle im Spiel, wo wir dann mit Urshak geredet haben und uns dann wieder zurück in die Burg teleportieren werden. Also bis gleich.